Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Und wir spielen heute das allerletzte Mal den Waffenträger auf E100. Dieser Panzer hier, für alle, die es immer noch nicht wissen, nach dieser langen Folgenreihe hier von diesen ganzen Parts des Waffenträgers, ich fahre diese Folgen am 13.10.2023, habe diesen Panzer aus dem Blitzträger oder Waffenträger-Event und das ganze Team fährt nach rechts. Holy Moly. Wir bleiben trotzdem hier. Und dieser Panzer hier hat eine fünfläufige Kanone, die ihr in den ganzen letzten Folgen gerne nachgucken könnt. Mal mehr, mal weniger hilfreich. Manche Situationen sind absolut bombastisch, bei denen du einen Panzer solo innerhalb von wenigen Sekunden komplett runterballern kannst, von Full HP auf tot. Es gibt aber auch Situationen, wo du ein ganzes Magazin auf den Gegner ballerst und keine einzige Kugel durchgeht, trotz 352 mm Durchschlagskraft. Das ist also ein extremer Lackpanzer mit einer Mischung aus unfassbar stark, aber gleichzeitig auch unfassbar nervig. Es ist mehr Glück als wirklich Skill. Ja, das war dann Abpraller, aber ist nicht so schlimm. Treffen da gar nicht so. Und das ist übrigens, was ich meine mit, in dem Fall ist ein 9er da, 352 Durchschlagskraft reichen leider nicht für ihn. Da muss schon mehr hin. Eine Artillerie fokust einen immer zu Tode, wie man sieht, offensichtlich insane heftig. Alter, ist einfach alles gestorben. Cool. Und da sind wir tot. Das war das, also... Ich hätte diesen Panzer nicht besser darstellen können, als mit dieser Folge bis jetzt. Wow. Das ganze Team fährt woanders lang. Man ist quasi solo an der Front dann. Man verkackt halt im Zweikampf gegen einen 9er Panzer, weil man denkt, man kommt doch irgendwo durch, aber man kommt nicht durch. Er wechselt sofort von Premium auf HE, was sehr smart war, macht mehr Damage. Die Artillerie hätte 1000 Damage rein und dann wären wir gefinished vom Jagdpanzer E100. Wow. Das war wirklich die absolut beste Runde, die man hätte zeigen können für diesen Panzer hier. Wahnsinn. Na gut, dann bis gleich zur letzten Folge, letzten Runde. Und die letzte Runde im Waffenträger auf E100. Wir fahren in die Stadt rein, auch wenn es viele nicht mögen, aber ich bin trotzdem eher so der Fronttyp hier in dem Spiel. Wenn es nicht funktioniert, dann wird es nicht funktionieren. Wenn es funktioniert, dann könnten wir eventuell einen schönen hohen Schadenswert genießen. Ich hoffe natürlich darauf, dass wir schön viel Schaden und auch eine Menge Hass verbreiten können bei den Gegnern. Weil wenn du plötzlich so 2500 Schaden in dein Gesicht reingedrückt bekommst, würde ich aber auch direkt erstmal ein bisschen upragen. Das wäre schon fantastisch. Best-Case-Szenario ist, wir werden nicht ins Visier genommen, ein Teammate steckt den Schaden ein. Wir können 5 clean Hits in den Gegner reinsetzen, killen ihn von Full HP komplett runter und ein Teammate schießt ihn am besten auf die Ketten kaputt, dass er sich nicht mal wehren kann. Das wäre so das Best-Case-Szenario. Ein okayes Szenario ist, wir tanken einen Hit, teilen aber mehr Schaden aus. Ein schlechtes Szenario ist, wir kriegen Schaden und treffen leider keinen. Wow, dem geht's gerade ganz schlecht. Und Worst Case. Wir werden vernichtet, so wie letzte Runde. Und können nichts dagegen tun. Geil, jetzt werden wir ins Visier genommen. Das ist schlecht. Ich muss mal Peter weg. Oder werden sie fürs Campen belohnt, die Wichser? Ich hasse das. Eigentlich dürften die dafür gar nichts bekommen, dass die abcampen, ne? Bin ich ehrlich. Aber es funktioniert halt leider. Guckt euch uns an. Wir sind alle low. Und so wird die letzte Runde, glaube ich, hier enden. Hier. Traurig. Oh, scheiße. Ja, der Rheinmetall-Panzerwagen hat gerade seine Scout-Runde des Lebens, du. Damn. Bleiben wir hier stehen oder... Oh, da ist ein Kranwagen. Ich werde es zwar bereuen, aber... Ui, da ist noch ein AMX.
was passiert denn gerade? Hier sind viel zu viele Gegner. Hallo, dreh dich jetzt bitte mal ein bisschen weiter. Okay, ist doch jetzt hier. Scheiße. Ja, ich wollte jetzt noch in die Ecke fahren und dann mit der Maus oder so da kämpfen. Ist ja doch eine Durchbusche, die ich nicht erwartet. Und tot. Worst case. Und wir treffen die Kette. Das, meine Herrschaften, meine Damen und Herren, das war die letzte Folge von diesem beschissenen Dreckskackpanzer. Also ich bin ganz ehrlich, er hat super stark angefangen. In der Mitte wurde das immer so ein bisschen mittelmäßiger und Richtung Ende hin wurde das eine Katastrophe. Irgendwie finde ich den Panzer insgesamt gesehen trotzdem scheiße. Er ist viel zu stark von der Kanone her. Die Nachladezeit ist eigentlich ganz nett, wenn man es runterrechnet, aber dass es halt so ein 5er Magazin ist, finde ich übelst trashig. Also einfach Single Shot wäre deutlich geiler gewesen mit irgendwie, keine Ahnung, 10, 11 Sekunden Nachladezeit. Hätte ich ihn deutlich besser gefunden, so finde ich ihn übelst scheiße. Ich finde, die Panzerung ist absolut nicht zu gebrauchen, was natürlich im Vergleich zu dem 5er Magazin mit 200.000 Damage natürlich auch verständlich ist. Aber es gibt fast keine Situation, außer du kämpfst dir deinen Kackarsch ab, in der du wirklich einen fairen Deal machen kannst. Und die Leute, die natürlich wirklich nur wie mit einem, keine Ahnung, Scorpion, mit einem, eigentlich jedem, also ich nenne es jetzt mal Buschpanzer so, irgendwo in der Ecke gammeln und sich einen drauf abgeiern, weil sie dann zwei Hits in der Runde setzen konnten, auf Leute, die denen zufälligerweise vor die Flinte gefahren sind, ja, für die ist der Panzer bestimmt richtig geil. Die Situation mit dem, wo du coole Runden hast, ich hatte auch einige von gehabt, gerade Richtung Anfang hin waren richtig viele coole Runden bei, ist er auch eigentlich ganz nice. Für die Statistiken ist das auf jeden Fall, also für mich zumindest edel, weil der Panzer so viel Damage macht und so ein hohes Potenzial hat, da kannst du selbst mit schlechten Runden in der Statistik nur nach oben steigen, was mir aber sowieso scheißegal ist, deswegen kannst du ihn eigentlich komplett in die Tonne kloppen. Also ich finde es halt, ja, er ist viel zu stark, aber während der Nachladezeit und abgesehen von der Kanone ist er in allen Punkten einfach nur ein Trash-Panzer. Bin ich ehrlich. Ich finde den viel, viel zu groß. Er ist eine riesen Zielscheibe. Und gerade in dieser Folge hier zum Beispiel war wieder absolut Premium. Das war das beste also wirklich beste Beispiel, das darzustellen, was diesen Panzer einfach schlecht macht. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Wenn man wirklich drauf steht, sich wirklich da hinter dem Gestrüpp einfach hinzustellen und einfach zu warten, und du dann halt diese 5 Schüsse hast und übelst Damage raushaust, dann ist er bestimmt übertrieben OP. Kann ich mir gut vorstellen. Ist für meinen Spielstil aber, wie gesagt, einfach zu öde. Das war jetzt eine Reihenfolge von insgesamt 20 Folgen Stahlgefährte und 19 Folgen normal, in denen ich diesen Panzer gespielt habe. Insgesamt haben wir diesen Panzer hier, ich weiß jetzt gerade nicht statistisch gesehen, ich meine, die Runde werden wir vielleicht... Was drücke ich denn hier, Alter? Wir gehen jetzt mal hier hin. Der steht jetzt hier oben auch. 40 Gefechte steht da gleich. Wir haben ungefähr genau die Hälfte gewonnen. Was halt eigentlich gut ist. Keine Ahnung, ja. Und keine Ahnung, mich schaut sich selbst an. Es ist gut. Wir machen mittleren Schaden fast 2200 ungefähr so. Es ist halt schon sehr stark, wie gesagt. Aber es ist halt trotzdem einfach irgendwie, weiß ich nicht. Für hier und da hätte ich gesagt, ist er ganz nett. Aber ich vermisse ihn auch null. Also wenn er jetzt weg sein sollte und noch gar nicht wiederkommt, wäre es mir jetzt auch nicht so irgendwie wichtig. Da fahre ich lieber ab und zu so eine Runde mit gefühlt jedem anderen Panzer, der mein Favoriten drin ist. Die machen einfach mehr Laune, insgesamt gesehen. Bin ich zumindest der Meinung. Und wenn es um 10er Panzer geht, da habe ich mittlerweile auch zumindest eine kleine Handvoll von. Dann bin ich der Meinung, ist das ja sowieso mein absoluter Lieblingspanzer. Der macht einfach immer Spaß. Der ist von den Werten her auch echt geil. Der ist einfach in allen Punkten solide. Den kannst du auf viele Art und Weisen spielen. Er macht immer Laune einfach. Das ist ein toller Panzer. Es gibt natürlich auch richtige beschissene Kackpanzer. So wie zum Beispiel... Guckt sich das an. Ist jetzt schon zu Ende die Runde. Wie lange hat die gedauert? 3 Minuten? Was war das denn? Ja, um 2.50 Uhr hat es gestartet. Das heißt also 7 Minuten ging das. Kam jetzt irgendwie kürzer vor. Ja, wir sind nach nicht mal 3 Minuten gestorben. 6 Minuten 8 Sekunden hat die Runde gedauert. Das war eine sehr schnelle Runde. Krass. Ja, und wir treffen natürlich die Ketten. War natürlich wieder einfach ungünstig. Schade. Naja, also ich bin froh, dass der Panzer weg ist, bin ich ehrlich. Der müsste jetzt eigentlich auch aus der Liste hier verschwunden sein, theoretisch. Keine Gefechte verbleibend. Da ist er leider down, der Panzer. Wie ist es jetzt eigentlich, wenn wir den jetzt... Weil wir können ihn nicht entfernen, der geht ja automatisch dann weg. Wie ist es jetzt eigentlich mit dem Panzer und den Modulen darauf? Mietzeitraum beendet. Ja, das ist ja nett, dass du mir das sagst, aber was bringt mir das jetzt?
Also kann ich, muss ich jetzt die Teile selber ausbauen oder werden die ausgebaut? Ich baue die jetzt mal einfach aus, weil ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was mit solchen Panzern dann passiert. Werden die dann halt automatisch einfach dann entfernt, die Dinger? Und wir kriegen davon das Zeug dann wieder oder so? Oder sind die halt dann einfach, ja, weg? Was ich halt eigentlich nicht vorstellen kann. Aber die Munition zum Beispiel, die können wir eigentlich verkaufen, oder nicht? Weil was wollen wir damit? Ich meine, wir behalten die einfach. Falls sie doch mal irgendwann wiederkommen sollte, haben wir sie halt schon direkt. Aber ansonsten, ausbauen und einlagern. Ja. Wenden wir so an. Dann ist der Panzer wieder leer. Den Skin nehmen wir auch eben runter, falls das irgendwie relevant sein sollte. Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, klärt mich da gerne auf. Ich gehe mal davon aus, dass es einfach zurück in die Garage geht, alles so. Oder ins Lager halt einfach. Denke ich mal. Wie nehme ich den eigentlich überhaupt runter? Warte mal ganz kurz. Was ist denn das hier? Angebracht. Achso. Ich würde den gerne komplett entfernen, ehrlich gesagt. Warte mal. Ah ja, so. Ganz easy. Okay. Hätte ich mir auch denken können eigentlich. So, da ist er wieder. Schön. Der wird jetzt bei mir automatisch wahrscheinlich aus der Garage rausgenommen. Ne? Ist cool. Nett. Bilde dich selbst eine Meinung von. Guckt euch auch gerne mal einige der älteren Folgen von dieser Reihe mit dem Panzer an. Ich habe mich auch teilweise richtig, richtig gute Runden mit dem gehabt. Da waren teilweise Runden bei, da habe ich die Gegner komplett auseinandergenommen. Also, heftig. Und hat auch Runden gehabt, die einfach scheiße waren. Ich fand, der Panzer war deutlich geiler in dem Event. Das war zwar auch unfair wie scheiße. Dieses Waffenträger-Blitz-Event da. Aber da fand ich zumindest, war der Panzer auch vom Stil her irgendwie passender. Da finde ich es auch okay, weil da war auch die Größe und die Fragilität des Panzers irgendwie einfach angebracht. Während die halt in so einem normalen Gefecht irgendwie... Es wirkt halt wie so eine Artillerie... Aber als normaler Panzer getarnt irgendwie. So wirkt es ein bisschen. Es sieht auch so aus eigentlich. Weiß nicht. Also ich finde meh. Hätte ich ihn jetzt normal in der Garage und da würde nicht entfernt werden, würde ich ihn übrigens auch nur normal da stehen lassen und nicht in die Favoriten reinpacken. Aber wenn wir mal ganz kurz nochmal auf die anderen Szenen zu sprechen kommen, so als Vergleich von denen, die ich jetzt aktuell hier habe. Vielleicht habe ich hier sogar schon ein paar mehr zum aktuellen Zeitpunkt der Folge. Das hier mein Abstand, mein Lieblingspanzer. Perfekt in allen Punkten, finde ich. So was wie Maus und EN-100 sind zwar auch situationsbedingt cool, aber sind auch geile Panzer, weißt du? Und dann hast du halt so ein paar Spaßpanzer, sowas wie halt hier den Jagdpanzer EN-100 oder auch den FV, die halt eine saustarke Kanone haben, aber die spielst du halt auch nur ab und zu. Aber wenn die mal treffen, dann tut's auch richtig weh. Und der hier ist einfach geil. 11 years on board. Perfekter Panzer. Ja, und das hier sind, also das ist mir einer meiner neuen Lieblingsszener geworden, neben dem Premium-Kampfpanzer hier. Der wäre also quasi auf Platz 2 von meiner Liste. Und der hier ist definitiv auf Platz 1. Der ist jetzt hier mit Abstand der beste. Also, von denen. Also vom, ach Quatsch, nicht der beste. Pass auf, ich will das anders darstellen. Von der Stärke her im Ranked oder Ansturm wäre das hier wahrscheinlich dann der beste. Der hier wäre auf Platz 2. Vom Laune-Faktor, für mich mein persönlicher Faktor, ist das hier Platz 1, das Platz 2, das Platz 3. Von der generellen Meinung her, wie ich es mitbekommen habe, ist der Super Conqueror der beste Panzer, den es irgendwie gibt für Ansturm. Keine Ahnung. Das wird irgendwie immer empfohlen und jeder will den irgendwie immer da spielen. So sehe ich das zumindest. Aber das hier ist einfach unschlagbar meine Nummer 1. Ich finde auch den Skin wirklich absolut passend und der ist nicht übertrieben so. Ich meine, der hier sieht auch geil aus, aber es ist halt unrealistisch. Was ich meine? Apropos Skin, wir könnten mal hingehen, den 60 DP mal ein bisschen neu einfärben. Wir haben mittlerweile so viele neue Skins bekommen, da gibt es doch bestimmt was Besseres für den. Das hier zum Beispiel finde ich schon deutlich besser. Wäre schon mal eine Sache, die wir nehmen könnten. Ansonsten, ich meine, Buu ist vielleicht ein bisschen komisch. Mal so ein bisschen durchgucken, weißt du? Nee, es ist mir irgendwie zu dunkel. Ne, ich fand tatsächlich, weißt du was, den fand ich schon ganz gut. Nehme für den WG-Fest 2018. Irgendwie passt das ganz gut. So. Weil der Zehner hier ist ja auch echt ans Herz gewachsen, gerade in Ansturm. Jetzt sehen sie beide schick aus. Sehr schön. Ja, das war's auf jeden Fall mit der langen Videoreihe zu dem Kampf
Panzer, also genau auf jeden Fall, zum Waffenträger auf EN100. Und damit würde ich sagen, nochmal ganz kurz einen abschließenden Blick drauf setzen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Sagt mir gerne eure Meinung zu dem Panzer, falls ihr es nicht eh schon längst getan habt. Und gerne auch ausführlich, so wirklich genau, was haltet ihr von dem Ding hier? Mal einfach so, alles, was euch dazu einfällt, lese ich mir gerne durch. Und erfahrungstechnisch hat es sich auf jeden Fall gelohnt. 40 Gefechte, fast 160.000 Erfahrungen, die wir umwandeln können. Von dem Erfahrungswert können wir uns easy peasy einen 9er Panzer freischalten. Also hat es sich dahingehend schon mal gelohnt. Sogar ein 10er fast. Nice. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.